Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Zusammen mit dem lieben Marco. Heißt willkommen zurück, ich spiele das ja zum ersten Mal. Ja, aber bei mir ist es zum zweiten Mal. Ach, erst zum zweiten Mal, interessant. Nee, okay, Quatsch, legen wir los. Ja, der Marco kennt das Spiel noch gar nicht, soweit ich weiß, ne? Du hast nur heute mal ein kurzes Video gesehen. Ein Reaction-Video zu Gronks Video, soweit ich gehört habe. Der spielt das ja auch im Moment. Und das heißt, ich muss dir das Spiel hier erstmal zeigen, ne? Richtig. Richtig. Okay, Server wird gestartet, wir kommen ins Spiel rein. Und ich sagte jetzt schon, du wirst weiterhin von Unglück begleitet heute. Wir stürzen ab. Du wirst weiterhin verflucht sein. Und genau, dann weißt du ja schon, wie der Anfang aussieht. Das ist schon mal gut. Wollen wir das überspringen? Nee, ne? Ich bin noch im Ladeding. Ja, wollen wir das, wenn du drin bist, überspringen? Ach so, nö, wir lassen schon laufen. Vollständigkeitshalber. Ich habe nicht alles gesehen. Würde ich auch sagen. Ja, ich bin auf jeden Fall. Es freut mich auf jeden Fall sehr, nach fast genau 2 Jahren hier wieder zurück zu sein. Bin gespannt, was jetzt kommt. Es gab ja trotzdem ein Video. Da bin ich auch gespannt, was es da alles Neues gibt. Kommen wir erstmal am Boden an. Ich hätte gerne eine große Pommes, bitte. Oh Mann. Royal Chips. Ja. So, also, ich weiß nicht, ob du jetzt schon in-game bist. Jeden Augenblick wahrscheinlich. Ich bediene mich hier schon mal an der Axt. Und speise mal alles weg. Ach, da bist du ja. Hallo. Hallo, okay, ich du muss siehst... was im Sound machen. Viel zu laut, Alter. Echt? Viel immer noch? Also die Musik ist in Ordnung, aber die Soundeffekte übelst laut. Man hat dich nicht gehört. Wie hängst du denn da? Mal jetzt einfach mal auf 29 die Soundeffekte. So. Ja. Oh, das gut. Kann ich die DPI ein bisschen runterschrauben im Spiel? Da gewöhnst du dich dran. Also ich habe die nie selber runtergestellt. Keine Ahnung. Kann gut sein. Aber ist genau verdammt das. Ist, schnell. Du hast es schon gefunden. Die Axt hast du schon gefunden. Hm? Lass mich mal kurz da durch. Dann erkläre ich dir mal hier. Du hast unten rechts jetzt so Anzeigen. Du hast einmal dieses rote, was für Leben steht. Das weiße, ach ja doch, das große weiße ist Magenfüllung. Und das blaue ist dann dein Durst. Und rechts siehst du halt die Ausdauer. Und das dunkelblaue ist die maximale Ausdauer, die du haben kannst. Und hier hinten findest du jetzt so Dosen und Heilmittel. Cola. Das würde ich an deiner Stelle auf jeden Fall mitnehmen. Und natürlich alles Essen, was du hier findest. Und die Passagierliste. Die gehört zur Story dazu. Und wenn du jetzt irgendwelche Effekte hast oder sonst was, wenn dir jetzt kalt wird, dann siehst du das unten links eingetragen. Da steht dann auch jetzt zum Beispiel gerade neuer Eintrag auf deiner To-Do-Liste hinzugefügt. Ich weiß nicht, ob da hinzugefügt stand. Ich habe es jetzt einfach mal so gedacht. Muss noch was in der Steuerung. Ja. Ich fange dann hier schon mal ein bisschen an. Vorräte zu sammeln. Und erkläre dir das dann gleich. Ist ja Enter nehmen. So. Warum starte ich den Chat mit Enter? Gehört so. Warum kann ich das ja nicht abstellen im Menü? Keine Ahnung. Oh, dann brauche ich da wohl eine andere Taste. Ja. Ja, weil ich öffne immer den Chat. Ups. Ich weiß nicht, was du da mit Enter machen wolltest. Ja, mit Enter ist quasi meine Bestätigung, ja, für Dinge nehmen. Ach so. Ich habe neue Kleidung, mein Freund. Ja. Ja, genau, ändern bitte. Hui. Geht nicht, will auch nicht. Dann machen wir einen Ja, mach einfach mit E, das ist eigentlich eh viel besser. Ja, wobei du spielst ja nicht mit WASD, habe ich ja gehört. Oh eben. Gott. Gewöhn dich da dran.
Das war... MMM. Toll. Hast du was Leckeres zu essen gesehen? Ja, mit Sicherheit nicht. Toll, jetzt machst du eine Folge auf Speichern. Jetzt machst du erstmal eine Folge Sachen einstellen. Ist so ähnlich. Ach ja. So. Der liebe Marco, der Chaot. Habe ich was Besseres. Okay, wenn du soweit bist, sag mir am besten Bescheid. Nee, muss noch auf Klo. Geht. Wie, du musst auf Klo? Ja, hier. Toilette. Flugzeug. Nein. Ach, das ist nein. Die Null. Nee, Alkohol habe ich gesammelt. Ui. Okay. Ja, genau. Du findest dann jetzt hier so ein paar Essenssachen. Die würde ich auf jeden Fall essen, dass du dein Magen rechts unten voll ist und trinken am besten auch. Aber wobei, trinken war ja schon ein bisschen voll. Und du hast ja jetzt die Axt, ne? Und da kommt schon das Unwetter. Und komm einfach mal mit, dann zeige ich dir mal so ein bisschen, wie die Grundlagen funktionieren. Moment, ich muss... Und der Rest erklärt sich ja dann. ...noch Audio wieder verstellen, das ist echt abartig. Also ich weiß nicht, wieso du das auf 100 haben kannst. Bei mir ist es Soundeffekte... Ja, wie gesagt, ich hab bei mir alles extern geregelt. Kann sein, dass das bei mir jetzt auch noch mal ein bisschen laut ist, dürfte es aber eigentlich nicht sein. Weil ich ja nicht viel lauter zum Vorgang hatte, wie vorher hatte. Da war das schon ziemlich leise. Das ist mit der DPI ist echt schwierig. Also ich gewöhne mich da direkt dran. Aber egal. Kannst ja zwischen Folgen mal umstellen. Du hast jetzt hier diesen kleinen Baum. Da kannst du mal mit der Axt draufschlagen zweimal. Und das kannst du dann abbauen. Oder einmal hat schon gereicht. Und dann mit E oder was auch immer du hast, kannst du die Stöcke aufsammeln. Du kannst aufsammeln. Hab ich. Ich habe nur eine aufgesammelt. Die liegen dann noch, die Stöcke. Das ist Wahnsinn. Soundeffekt. Das ist runter auf 14 Schrauben. Das Wasser plätschert lauter, als du sprichst. Ah, ganz toll. So, okay. Also, diese Stöcke hast du genommen? Jo. Dann öffnest du jetzt mal dein Inventar. Ich glaube, bei dir auf I. Ich habe es bei mir auf I. Genau. Und dann hast du ja oben in der Mitte hast du die zwei wahrscheinlich Stöcke. Drei sind's. Okay, davon nimmst du dann, das siehst du, wenn du mit dem Aus drüber hoverst, siehst du dann links ausrüsten oder rechts kombinieren. Dazu drückst du einmal rechts auf einen Stock. Okay, habe ich. Und dann hast du da dieses Zahnrad und wenn du auf dem Zahnrad hoverst mit der Maus, dann siehst du so Baupläne. Aber das kannst du nur, damit du weißt, wenn du irgendwie überlegen willst, was zu bauen. Für das, was ich jetzt dir zeigen will, nimmst du einfach noch einen zweiten Stock dazu. Und dann siehst du, dass das Zahnrad voll ist. Und da kannst du dann draufklicken mit Rechtsklick. Hast du? Nee. Oder mit Linksklick. Kann auch sein, dass es Linksklick war. Aber das Zahnrad ist auf jeden Fall voll. Da gab es ein Geräusch dabei. Ist das denn Stock ausgewählt? Hä? Mit Rechtsklick. Rechts, ne? Mein Gott. Kombinieren. Okay, und jetzt alle... Nee, nicht alle. Ausrüsten. Nee. Hast du da jetzt so ein Zahnrad? Genau. Hier kombinieren. Okay, ja. Genau, richtig, mit rechts. Und dann hast du unten links auf einmal so einen Speer. Genau, den hast du schon richtig ausgerüstet. Und jetzt noch eine Sache, das ist noch was ein bisschen was Neueres. Du gehst nochmal ins Inventar und hast ja dann links den Rucksack. Jo. Den machst du mit rechts kombinieren. Und dann den Speer machst du auch kombinieren, dann kriegst du das Zahnrad. Wo ist der Speer? Rechts, links unten. Ah, schwacher Speer. Genau, richtig. Hast du... Quatsch, das war ich wahrscheinlich. Jetzt hast du dieses Zahnrad, ne? Genau. Dann machst du auf Kombinieren und dann drückst du eine Taste, auf welche Taste du das verlegen willst, dass er das rausnimmt. Ich hab's bei mir auf 2. Weil auf 1 ist bei mir die Axt. Okay, 2. Dann kannst du jetzt immer mit 2 den Speer rausholen. Wenn du den brauchst. Hm? Dann zeige ich dir noch, wie du den ersten Baum fällst und dann ist das eigentlich... ganz gut gelöst. Ah, okay. Ja. Ja, genau. Axt auf 1. Jo. Bier auf 2. Ja.
Also, du hast ja auch nie wirklich Survival Games gespielt, Nee. soweit ich weiß, und komm einfach mal her zu mir. Bei The Forest ist das eigentlich auch sehr realistisch mit den Baumfällen. Wie würdest du einen echten Baum fällen? Ja, richtig. Da schlägst du jetzt immer weiter rum, bis das komplett abgebaut ist. Ich kann dir auch dabei helfen. Oh, jetzt habe ich dich erwischt. Ja, ganz toll. Aber egal. Du siehst, das wird dann, der Baum wird dann so langsam gefällt und jetzt siehst du, dass der Baum umkippt. Dann darfst du aber nicht drunter landen. Da habe ich so ein. Damit Baumstämme, die können wir dann später für den Hausbau nehmen. Das brauchen wir jetzt aber noch nicht. Die kannst du übrigens auch dann aufsammeln, ganz normal. Und du siehst jetzt wahrscheinlich an deiner Hand. An deiner Hand siehst du wahrscheinlich, dass du sehr viel Blut hast. Und Nee. das kann zu Krankheiten führen. Normal, also bei mir bist du voller Blut. Also die linke Hand ist voll intakt. Ja, schon, aber das Blut ist verschmiert. Müsstest du auch jetzt sehen mit der Axt. Jedenfalls, wenn du Nee. voller Blut bist, musst du einfach nur schwimmen gehen hier. Und dann kannst du das Ganze abwaschen. Das kannst du ja mal gerade Ist bei mir echt ausprobieren. nicht verblutet. Muss mal gucken. Also, komm mal wieder raus. Ich glaube jetzt, oder? Bin ich denn bei dir verblutet? Du bist bei mir verblutet, Okay, jo. dann hängt das mit dem Server so ein bisschen zusammen. Dann warst du wahrscheinlich schon im Wasser, beziehungsweise der Regen löst das. Muss Ja, sein. ich würd sagen, wir suchen uns einen Punkt, wo wir eine Basis bauen können. Wir können eigentlich auch die Holzstämme schon direkt mitnehmen. Dann, wenn wir die schon haben, warum nicht? Ich kann dir kurz das Bauen zeigen. Über B öffnest du das Baumenü. Da findest du so, da kannst du unten rechts über die orangenen Balken kannst du weiterklicken. Oder halt oben über die Tabs. Und da findest du dann halt ein Baumenü. Ich suche mal gerade, dass wir hier die Baumstämme irgendwie noch sinnvoll Oh, Baumenü. Ich hab hier halt nutzen unten drin. können. Ja, genau, das sind diese einzelnen Dinger, die du auswählen kannst. Möbel Als noch. Bauplan. Aber ich setze schon mal gerade ein. Ich baue hier einfach mal gerade an den See eine Bank. So, hier, das sieht dann so aus. Und dann, um das Ganze fertig zu bauen, gehst du einfach hin und nimmst deine Bestätigungstaste und dann setzt du die Baumstämme da rein. Das kannst du mit allen Vorräten machen, die es so gibt. Was ist denn jetzt noch drei Baumstämme groß? Drei, beistelltig. Dann baue ich einen beistelltig hier ran. Komm mit euch Warum kann hier ich ran. das nicht ansammeln? Wenn du schwimmst, geht das nicht. Das ist ja ganz klar. Und jetzt kannst du mal ausprobieren. Genau, richtig. Und so funktioniert das Ganze dann. Jetzt haben wir noch einen Beistelltisch dabei, aber natürlich bringt uns das jetzt nichts. Ich würde jetzt erstmal gucken gehen, dass wir irgendwo eine richtig coole Basis bauen. Die bauen wir dann zusammen fertig und dann wohne ich da und du kannst dann hier auf der Bank leben. Oh, ich wollte die Okay. mitnehmen. Geht wohl nicht. Und schwer. Du kannst fertig gebaute Sachen kannst du nicht mitnehmen. Also in der Regel nicht. Es sei denn, es sind jetzt so Fahrzeuge oder sowas, also so Transportmittel. Ist Da. das? Da hast du auch einen Lurch. Wenn du den erfolgreich killst, kannst du von dem das Fleisch holen, was du für Nahrung kriegst, um den Bauch wieder zu füllen. Und du kannst dem seine. Was? Achso, das war von den Ureinwohnern. Du kannst von dem quasi die Haut nehmen und zur Rüstung machen. Das Wo siehst du ist der jetzt vielleicht an meinem noch? Handgelenk. Die laufen hier überall rum. Hier laufen verschiedene Tiere rum. Aber Und keine das siehst du Schlangen. vielleicht. Nee, nee. Das siehst du vielleicht an meinem Handgelenk. Und ja, wir sollten uns aber ein bisschen beeilen. Guck mal hier in den Koffern vielleicht noch. Und da kannst du einfach drauf schlagen. Am besten mit dem Speer. Das geht ein bisschen einfacher. Tennisball kannst du wegschmeißen, wenn da bei dir einer drin ist. Ist es so? Schmeiß einfach irgendwo hin. Dem Speer geht das ganz einfach. Im Stehen noch. Dann guckst du mal gerade in den Koffern, dass du da genug Sachen rauskriegst. Und da würde ich mich aber auch direkt auf den Weg machen, dass wir irgendwo eine coole Basis bauen. Genau, nimm dir das mal. Okay. Und hier hast du auch noch einen Koffer. Fertig. Okay, dann komm mal mit. Ich würde jetzt einfach mal spontan in diese Richtung laufen. Da vorne sehen wir auch schon, da gibt es auch eine Höhle. Habe ich gar nicht dran gedacht, dass hier auch eine Höhle war. Da werden wir aber noch nicht reingehen. Dahin müssen wir erstmal so ein bisschen, ja, vorankommen.
Und ich würde jetzt spontan einfach mal zum Strand gehen. Weil da gibt es nämlich Schildkröten und die müssen wir einmal umlegen und die Panzer klauen. Weil damit können wir Wasser aufsammeln. Das ist so eigentlich die erste Sache, die ich immer machen sollte. Habe ich letztes Mal auch voll vergessen. Oh. Du kannst maximal einen Panzer mitnehmen. Nur so als Hinweis. Okay. Ich laufe einfach mal gerade hier so ein bisschen lang. Irgendwann kommen die schon. Ich glaube, ich hatte die letztes Mal, als ich da zwischen den Containern war, irgendwie. Kann nicht mehr. Meine Energie ist aus. Ja, du siehst auch, dass das Dunkelblaue schon weiter runter geht. Wahrscheinlich bei dir auch. Oh, der Sand sieht sehr schön aus. Ja. Und das heißt, du kriegst nur maximal bis dahin Ausdauer. Ah ja, tatsächlich. Stoppt. Ja, und dann kannst du aber auch schon direkt wieder sprinten. Hey, Schildkröten. Wo bleibt ihr? Und du hast halt hier auch schon mal immer wieder so ein paar Container, die man finden kann. Also nicht Container wie diese hier, sondern einfach Kisten oder sonst was. Es gibt so viel zu finden. Und da kannst du immer draufschlagen und gucken, ob da was drin ist. In dem Fazit, Gronkh da in seinem Livestream da eine richtige Basis gebaut. Ja, das letzte Mal habe ich auch geguckt und da habe ich auch wieder Bock auf The Forest bekommen und habe gedacht, muss ich auch mal wieder als Let's Play machen, so jetzt nach 2 Jahren. Und hier kommt auch schon eine Schildkröte. Die gönne ich mir. Da hinten ist auch noch eine, hol dir auch eine mit. Ja. Hier, ein Schildkrötenkopf. Okay. Hier hinten kommt eine raus. Muss einfach auf den Kopf treffen. Wenn du auf den Panzer triffst, geht er, glaube ich, zurück. Ja. Mit dem Speer am besten. Der Speer ist dafür hervorragend. Genau. Auf den Kopf! Los! Erlös es! Hey! Du kannst ruhig auch direkt davor stehen. Mach's vielleicht ein bisschen einfacher. Nehm mich mit, Schildkröte! Jetzt. Ja, genau. Und dann hast du die jeweilige Taste gedrückt. Wahrscheinlich das Geräusch, was du gerade gehört hast. Oh Gott, und dann holst du diesen Panzer damit. Ist ja ekelhaft. In echt könnte ich das niemals. Boah. Ach genau, man kann hier jetzt irgendwie rutschen. Das ist auch neu. Das muss ich mir auch können. Irgendwie ein Buch geöffnet. Okay. Bevor es dunkel wird, würde ich jetzt einfach da hinten mal rüber sprinten. Was ist was? Ein Pokal oder sowas aufgesammelt. Ach so, ja, nee, das ist Schildkrötenkopf. Kannst fallen lassen. Jetzt mit L kannst du ein Feuerzeug öffnen, das siehst du dann im Dunkeln. Ein bisschen. The Big Feuerzeug. Genau. Mit L machst du es auch wieder weg. Und jetzt wäre eine Überlegung, wo wir denn die Basis bauen. Also das, was ich im Gronkh Let's Play gesehen habe, das fand ich auch geil, dass man auf dem Wasser baut, wo die dann die Ureinwohner, wo die dann ersaufen. Oh Gott. Das fand ich eigentlich cool. Ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Würdest du auf dem Wasser bauen wollen oder? Keine Ahnung, nicht. Ich bin da noch unvoreingenommen, kann man das so sagen? Womöglich. Ich habe nur gerade irgendwie FPS-Drops, warte mal, ich muss mal gerade in den Einstellungen, ich weiß nicht, was da los ist. Mach mal das auf High. Ich mach mal alles auf Hoch, High. Das mache ich jetzt einfach auf Mittel. Grasdichte mache ich mal auf Hoch. So. Also das Spiel finde ich schon ein bisschen düster. Also man könnte es. Ja, nee, also es ist. Oh, das hat wohl echt voll viel gebracht mit dem Schatten. Ich würde sagen, wir machen jetzt. Suchen uns jetzt einen Punkt, wo wir bauen. Ich glaube, das lag am Schatten einfach, dass ich jetzt FPS-Drops hatte. Weil jetzt läuft es wieder genau wie vorher. Ja, aber es ist ja blöd, wenn es dunkel ist. Wir sehen ja gar nicht, wie schön es da ist. Oh, hörst du das? Da sind Ureinwohner. Bleib mal am besten dran.
Ja, das ist halt das Problem in der Nacht. Das ist ja extra gemacht, dass du nichts siehst. Das ist ja auch ein Horror-Survival-Spiel und nicht nur ein Survival-Spiel. Oh, davon wusste ich ja noch gar nichts. Ach, du wusstest das noch. Also hier gibt's in der Insel gibt's sehr nette Menschen, die mögen dich. Nicht? Das sind nur welche, die mögen dich zum Fressen gern. Das hier sieht aus wie eine Klippe. Ich weiß nicht, ob man auch in dem Spiel sterben. Natürlich. In Bezug auf Verhungern. Ja, auch das. Oh. Ah, die weißen Bären, die mache ich schon mal weg. Die sind kacke. Ich würde sagen, wir bauen erstmal eine Easy-Basis und du bist noch hinter mir. Und bauen dann später irgendwie was Komplexeres. Also erstmal, damit du siehst, wie das Ganze läuft. Es ist halt nur die Frage, wohin? Oh. Wohin? Ich würde. Oh, es gibt mittlerweile einen Kamin. Wusste ich gar nicht mehr. Für Timmy. Wer ist Timmy? Dein Sohn, der gekidnappt wurde von den Kannibalen. Was? Boy. Ja. Wollen wir hier irgendwie was hinbauen? Oder willst du lieber irgendwie was Cooleres suchen? Ja, nachts sieht man ja wie. Wir können auch erstmal einen Unterschlupf bauen, dass wir schlafen können. Aber den würde ich halt wirklich da bauen, wo wir bauen wollen. Ungefähr in der Nähe. Kommt jetzt die Fliege dahin? Was? Fliege in meinem Zimmer. Keine Ahnung. Lass dich mal mit den Kannibalen alleine. Tschüss. Wir haben Besuch im Wald. Schön. Wir sind irgendwo Kannibalen. Komm, wir bauen jetzt einfach hier hin, oder? Wir sagen, dann bauen wir da aufs Wasser so ein ganz easy Ding. Und ja, dann auf Wasser? Echt auf Festland. Also willst du jetzt auf Wasser bauen? Ja. Dann müssen wir ein bisschen gucken, wie wir das machen, weil auf Wasser bauen ist nicht ganz so easy. Wir könnten theoretisch auch ein Hausboot bauen. Könnten wir machen. Aber ich glaube, das braucht echt viel Holz. Hausboot. Hausboot. Oh mein. Zieh Holz. Ja. Oder wir bauen einen Steg. Schwierig. Hausboot wäre auch. Nee, komm, Hausboot ist aber auch ein bisschen schwierig. Da ist ein Flugzeug. Hallo? Ah. Ich hab keinen Flug. Bauen wir erstmal einen Steg. Bis hierhin. 18 Holz. Passt. Jetzt müssen wir 18 Holz suchen. 18 Holz, Oh scheiße, ich habe irgendwas getrunken. Bäume. Ah, nicht 18 Bäume, sondern so viele Bäume fällen, dass wir 18 Holz da rauskriegen. Also pro Baum kriegst du 5, glaube ich. 4 bis 5. Und ich habe dir gezeigt, wie das Ganze läuft. Wir müssen 4 Bäume fällen. Genau, ich habe dir gezeigt, wie das Ganze läuft. Du kannst dir ja mal einen Baum suchen. Und ein kleiner Tipp, das ist mir mal aufgefallen. Wenn du einen Baum fällst, dann stell dich entgegengesetzt und dann guck in die Richtung, wo der hinfallen soll. Also ich gucke jetzt da runter und der Baum wird dann da runterfallen. Aber gut, du hast jetzt ein bisschen dagegen gehämmert, jetzt hat er deins genommen. Aber wenn du da in Richtung guckst, wo der hinkippen soll, ich zeig's dir mal, hau mal nicht. Ah. Ich weiß nicht, ob der das jetzt doch noch nimmt von dir, aber in der Regel. Fällt er dann auf jeden Fall dahin. Moment, gucken wir mal. Genau, siehst du, der fällt direkt darunter. Der fällt dann ungefähr in diese Richtung und dann kannst du ja mal ein paar. Voll bescheuert. Der fällt dahin, wo du hinguckst. Was macht das für einen Sinn? Ja, gut. Läuft so. Das ist halt so ein kleiner Trick, der mir aufgefallen war. Die Dunkelheit ist echt. Tee. Ja. Ist halt sehr realistisch, ne? Geht unsere Axt auch kaputt? Nee, das nicht, aber Ausdauer ist halt das Problem bei mir gerade. Ah, bei mir auch. Ich muss sowieso gleich mal was essen. Ich hau mir erstmal die Riegel rein, die ich gefunden habe. Bin zu schützt. Ich hau die mal gerade hier runter.
So. Geh die auch mal runter. So. Dann rollen die auch. Roll dir mal den Hügel hier runter. So. Genau, die Baumstumpf. Das habe ich auch bei Gronkh gehört. Anscheinend wachsen dadurch dann die Bäume nach. Wusste ich gar nicht. Ich habe die mal weggemacht. Vielleicht sind deswegen die Bäume gewachsen. Ach scheiße, meine Ausdauer, die ist ja komplett am Arsch. Ja, meiner ist auch ziemlich unten. Aber wir haben auch gleich den Steg schon fertig. Können wir auf den Steg erstmal eine Bank bauen und dann gucken wir mal. So, das ist einfach nur Wind. Ich dachte gerade, der Baum fällt auf mich. Oh Mann. Kannst auch, wenn du willst. Ich habe ja noch ein bisschen Ausdauer übrig. Du kannst ja, wenn du willst, erstmal den Steg bauen. Dass wir dazu was kommen. Genau, hol dir mal das Holz, dann machen wir mal den Steg. Dann fäll ich währenddessen noch ein paar Bäume. Fällt denn der hin? Okay, egal. Ich fäll in der Zeit noch ein paar Bäume und du baust dann den Steg fertig. Dann können wir auch schnell mit der Bodenplatte für das Haus anfangen. Achtung, Achtung! Oh! Okay. Dann können wir schnell mit der Bodenplatte für das Haus anfangen und endlich mal die Basis bauen. Wir sind ja die halbe Folge nur rumgelaufen erstmal. Und dann können wir uns ein Feuer bauen, wobei das kann ich auch gleich am Strand schon mal machen. Dann kannst du da schon mal ein bisschen Essen machen. Scheiße. Rennt natürlich weg. Ich fäll schon mal weiter Bäume. Hat es geklappt mit dem Bauen? Ja. Sammle Baumstämme. 0 von 16. 2 von 18 sind schon integriert. Das ist gut. Aber es sind ja nur 2. Da müssen wir ja wirklich 18 Bäume fällen. Nein. Da war ja nicht. Ah nein, halt. Ich hatte ja nur 2 Stücke hingetragen. Richtig, genau. Oh, Junge. Ich habe ja mittlerweile schon 5 Bäume gefällt oder so. Also wir haben jetzt schon einen Überschuss an Holz, aber Holz werden wir auf jeden Fall noch öfter brauchen. Das sage ich dir jetzt schon. Ganz gut, dass hier dieser Stein ist, da kann man direkt drauf springen. Ich baue währenddessen schon mal ein kleines Feuer auf. Das baue ich hier hin. Wo wir dann den Schildkröten. Genau, die Kopf können wir dann da essen. Können wir dann. Ist echt? Ja, den können wir machen. Also nicht den Kopf, sondern den Rücken oder was das war. Ich glaube, ich bin gerade am Verrecken. Okay, dann komm mal her. Du kannst mir hier gerade helfen, das hier fertig zu bauen. Es gefriert alles ein. Was heißt das? Mir ist zu kalt, oder? Ja, richtig. Kannst du das fertig bauen? Vielleicht hast du da ein paar Steine gesammelt oder so. Ja, nee. Ah, da ist die Bank. Kannst du noch mal gerade Holz holen, dann baue ich hier gerade eine Bank hin. Ah. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt hast du es zerlegt. Jetzt hast du alles zerlegt. Ja. Setz dich mal auf die Bank. Kümmere dich mal gerade drum. Ach Quatsch, die Bank ist ja noch gar nicht fertig. Oh Mann. warte, ich brauche nochmal gerade neues. Hey, hast du Steine von mir gesammelt? Weiß ich nicht, ich habe irgendwas falsch gemacht. Vielleicht findest du ja hier noch ein paar Steine am Strand. Und die Bank kannst du bauen damit. Die Bank kannst du fertig bauen. So, und dann setze dich mal direkt. Ich mach das Feuer, ich zünd das Feuer dann noch an. Und dann. Ja, ich will mich da hinsetzen. Warum geht das nicht? Guck mal von vorne. So, jetzt bleib am Feuer. Ich hau jetzt was hier auf den Grill drauf, das kannst du dir dann gönnen. Aber muss halt warten, bis es fertig ist. Achso, du wendest mir den Rücken zu hier. Jetzt nicht mehr. Warte mal, wie sieht das genau aus? Ich hab selten. Boah, was war Feuer das gemacht, denn? Hol, greif mal ins Feuer, guck mal ins Feuer. So, ins Feuer. Bevor es verbrennt. Und halt mal I gedrückt oder die Taste, die du zum Aufnehmen hast, die bestätigen. Wenn du ins Feuer guckst, bevor es hier verbrennt, ist Fleisch. Muss vielleicht näher ran. Warte, ich gönn mir mal gerade das Fleisch. Ach, du hast Esse es. Esse ich jetzt. Gut, du hast es. Dann hole ich mir das nächste. Jetzt hast du den Magen voll. Jetzt musst du aber mal im Inventar gucken. Da hast du vielleicht. Oder. Kannst vielleicht auch Nee, du hast so Energy Drinks drin und das Weiße müsste jetzt verschwinden. Ja, das ist weg, das Gefrorene. Genau, kriegst du noch Schaden, ne?
Alkohol habe ich. Nee, kein Alkohol. Trinken dahinter dem Alkohol. Das sind so Sodaflaschen heißen. Ah, da habe ich es. Nee, ich habe da nur Alkohol. Dann gebe ich dir jetzt eine Soda. Hier, guck mal. Und es wird wieder hell. Nimm mal die Flasche hier und dann trinkst du die Soda. Das ist so eine rote, die ist hinten neben dem Alkohol. Hey, irgendwas verletzt mich. Irgendwie wird alles rot. Ja, du hast wahrscheinlich Durst bis zum geht nicht mehr oder so. Ja, also rot, ja, Durst ist nur halb. Was sagt denn der Magen? Der Magen ist voll. Kriegst du immer noch diese... Jetzt momentan nicht, also ich weiß nicht, dieser Wassertropfen, der füllt sich, ja genau, der füllt sich immer Stück für Stück mit Rot und dann, wenn er voll ist, gibt Schaden. Also in dem Fall habe ich doch Durst. Ach, du hast... Ja, ich bin tot, oder? Ja, hast du Alkohol getrunken? Nee. Hast du irgendwas getrunken, was nicht gut ist? Wahrscheinlich hast du aus Versehen auf Alkohol geklickt. Nein, ich habe Soda. Ich habe deine Soda genommen. Ja, vorher. Ja gut, also in dem Fall bin ich tot. Lass was erstmal gut sein für den ersten Part. Ich würde jetzt... Komm, wir machen gerade noch den Steg fertig. Dann haben wir den auch schon mal. Können wir das geht aber lang, bis der fertig ist. Nein, ich habe doch das ganze Holz hier runtergeschmissen schon. Wir sind bestimmt eh schon mega in Überlänge. Nee, wir sind gerade bei 31 Minuten. 30 Minuten würde ich den Part immer machen. Sag ich doch. 30 Minuten würde ich den Part immer machen. Was? Jeden? Ja klar. Was ist mit den 20 Minuten? Das hier ist ein Survival-Game, da kriegst du in 20 Minuten nichts hin. Das habe ich zwar früher gemacht, aber dann war die Folge auch schon wieder um nach dem Anfang. Erstmal gucken, wie groß die Dateien sind. Flash werden. Aber sollten wir das nicht lieber nachts machen? Bauen? Ja. Nö, das ist eigentlich also zumindest klar. Das hier mit dem Baumstämmen. Ich meine, das wäre eine Aufgabe für nachts, aber tagsüber gibt es bestimmt Besseres, oder? Ich würde jetzt erstmal auf jeden Fall eine Basis bauen. Das ist eigentlich ziemlich wichtig, weil dann können wir da rein Nahrungsstände bauen, wo wir dann Essen und sowas lagern. Und hol dir noch mal ein paar Baumstämme. Die wirst du nicht kriegen, diese Bambi. Okay. Die geht ab. Da brauchst du einen Speer oder einen Bogen, den du hinterher werfen kannst. Aber Speerwerfen ist echt ein bisschen komplex, schwierig. Probiere ich aus. Ich hab's! Nicht. Ah, da ist ein Hai. Ein Hai im Wasser? Achso, ne, der liegt am... Ja, pass auf, der beißt dich. Steg ist fertig. Komm her. Oh! Treffen wir uns auf dem Steg. Ja, ich muss wieder meinen Speer holen. Ja, ich hab dir gesagt, Speerwerfen ist schwierig. Aber nö, das war jetzt gar nicht so schlecht. Da hinten, wo du warst, gibt's einen Topf. Ja, der wirft den irgendwie ein bisschen unterhalb oder so, als man zielt. Ich weiß es nicht genau. Wir haben nochmal hier die Elektroteile. Was haben wir denn hier noch so schönes? Mmh. Ich könnte mal speichern. Wo ist denn jetzt der Speer? Spielstand 4, merkt ihr, Mehrspieler, Spielstand 4. Info an mich selber, Spielstand 4. Ja. Oh, du kannst ja auch einen neuen Speer bauen mit zwei Stöcken, der kostet ja nichts am Anfang. Ich hab ihn. Oh. Hey, hey. Oh. Komm her, du. Was war das denn? Schlag dich mit dem Stein. Du hast mich geschlagen. Es ist alles grau. Hast kein Leben mehr. geh mal ins Inventar und dann guck mal links unter dem Rucksack, da hast du was Weißes. Nimm das mal ein. Inventar. Was? Links? Ja. Unten? Nee. Links unter dem Rucksack. Habe ich Batterien und Feuerzeug. Und Gummi. Stoff. Links daneben. Warte, ich gebe dir was. Nimm das mal ein hier. Ups. Nimm das mal ein hier. Kriegt nichts zur Auswahl. Nee, hier bei mir. Jetzt. Also, ich muss dir ein bisschen runtergucken. Genau, das nimmst du dann mal. Ach komm, was ist hier los? Jetzt habe ich hier einen Snack. Und was hast du mir gegeben? Links unter dem Rucksack. Ja. Medizin. Nimm doch die Möwe. Ah. Ah. Oh, endlich.
Ja, mit den Federn. Oh. Dann komme ich nicht mehr dran. Ganz toll. Okay, treffen wir uns auf dem Steg und beenden die erste Folge. Ich hätte auch gern ein Steak. Natürlich. Ein T-Bone Steak. Yeah. Gut, haben wir schon mal den Steg? Du kannst ja, kannst ja hochspringen. Ist ja wieder aber ich will nicht, Chat. Ich will nicht, dass du hochkommst. Kommst du? Geht nicht. Ja gut, Marco wird dann jetzt ertrinken, dann wird das Let's Play ab hier jetzt alleine weitergeführt. ja. Ich komme auch mal rein, ich zeig dir das mal. Du musst ganz auf Leertaste drücken, am besten hier bei diesem Balken und dann kannst du an den Balken hochspringen. An den Balken, an den Holzbalken, die da runter ragen. Genau, und dann Leertaste. Ganz oft. Wenn du dagegen schwimmst. Bullsch. Ja, genau. Wunderbar, wunderbar. Gut, dann sind wir jetzt am Ende einer Folge. Und mein Part ist gekommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und auf Survival. Bye. Ja, nee, ich wollte gerade fragen, was du denn bis jetzt von The Forest hältst. Bis hierhin schon mal. Ja, ganz nett. Ich habe mich jetzt, glaube ich, an die schnelle Dings gewöhnt. Ja. Ja, passt. Das erste. Okidoki, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye bye. Tschüss.